Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute Gmod. Es war lange her und jetzt habe ich wieder die Motivation gefunden, etwas zu machen. Und zwar haben wir heute was Lustiges vor. Und erstmal bin ich nicht alleine, sondern zwar mein kleiner Bruder ist auch mit dabei. Der kann ja kurz mal Hallo sagen. Oh. Hallo. Danke für dieses Hallo. Und wir haben uns heute einfach mal eine kleine Aufgabe gestellt, was wir schon in der Zeit, wo ich weg war, einige Male gemacht haben und jetzt das erste Mal sozusagen aufnehmen. Und zwar wollen wir uns gegenseitig in Gmod Levels erstellen. Und da wir das schon oft gemacht haben, haben wir auch schon gewisse Ideen. Und wir wollen daraus so einen kleinen Wettkampf machen. Und wir haben uns da ein paar Kriterien gemacht und haben es so eingeteilt, dass nach Kreativität, Spaß und Aussehen bewertet wird. Und man kann... Der jeweilige Tester des Levels vergibt die Punkte, entweder 2 Punkte, 1 Punkt oder 0 Punkte. Zeit für das Level zum Erstellen ist erstmal egal. Wir werden uns wahrscheinlich immer steigern, immer mehr aufwendigere Levels machen. Und wir fangen erstmal mit etwas Kleinem an und gucken mal, wie es so ankommt. Ihr könnt auch gerne irgendwie Vorschläge für Levels in die Beschreibung posten und so weiter und so fort. Ansonsten kriegt jeder jetzt so einen kleinen Bereich. Wir werden uns natürlich jetzt nicht die ganze Zeit die Klappe halten, Level machen, sondern wir werden uns auch ein bisschen unterhalten. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Wir haben einige Tools runtergeladen und einige Ideen haben wir auch. Und willst du noch irgendwas sagen, bevor wir anfangen? Naja, ein paar Regeln haben wir noch aufgestellt. Wir haben noch ein paar Regeln, die kann ja mal kurz Dominik Begler erklären. Dankeschön. Naja, beim Bauen halt nicht no-clippen und irgendwelche anderen Level reinfliegen oder sowas halt. Einen unmachbaren Level machen, das wäre schon mal nicht so nice. Und beim Level spielen, man startet mit nichts und ja, kein No-Clipping-God-Mode bei dem Level machen. Das war's eigentlich. Also beim Level spielen. Okay. Dann würde ich mal sagen, wo möchtest du gern, ich lasse dir mal Vortritt, welchen Bereich möchtest du gern für dich haben? Hier hinten, wo die Wohnungen sind, einfach. Okay. Bis wo geht das Level? Das ganze Wohnungsgebiet her? Ja, hier, das benutze ich jetzt, ja. Gut, dann kannst du das machen. Dann würde ich sagen, ich nehme mal einfach mal ganz weit hinten hier dieser Mark Freight Co., a member of the Union Freight Systems. Ein bisschen weiter in der Stadtmitte. Das nehme ich jetzt mal, das Gebäude. Und zwar, okay. Ich werde jetzt nicht zum Level, ihr werdet es ja sehen bei dem Video, was ich baue. Und ich kann nur sagen, dass ich mir bei dem Level auf jeden Fall was zum Knobeln ausgedacht habe. Also schon in meinem Kopf, wie ich das jetzt alles verwürdige, weiß ich noch nicht. Und ob ich irgendwie schneide oder alles hochlade, weiß ich auch noch nicht. Ich würde aber einfach mal sagen, fang an. Ich fange halt schon an so ein bisschen. Ja, ich würde mal sagen, ein Anfang wäre ganz nice. Und da wir ein paar NPCs runtergeladen haben, die ganz nett sind, werde ich mir erstmal kurz... Deutschkenntnisse hat Herr Depp einen Preis verdient. Nomen ist Omen. I do know that mein Vater ist ein Stierkämpfer. Ich bin ein Wassermeloner. Ja? Ja. Okay, thank you very much. Ich muss ein bisschen Deutsch sprechen, um sicher zu sein, dass ich es noch kann. Ein paar Sekunden später. So, ich darf dich willkommen heißen zum ersten Test meines Levels. Es handelt sich hierbei um ein L.A. Noir. Ungefähr angelehnt. Das könnte aber auch irgendeine andere Ermittlerserie sein. Und es gab hier einen Dreifachmord. Und der Täter... Also du kommst jetzt hier an, ohne Waffen. Du brauchst auch keine Waffen in dem Spiel. Du kommst hier gerade an. Die Polizei ist gerade eingetroffen. Es könnte sogar sein, dass der Täter noch da ist. Viel mehr Informationen kann ich hier leider nicht geben. Du hast später in den Raum, der hinter dir ist, einen Versuch. Es gibt 11 Tatverdächtige und du kriegst während des während des Spiels ein paar Hinweise auf den Täter, aber
Der Täter kann auch ganz anders sein. Also. Okay. Ich will, hier in diesem Raum sind die Knöpfe. Und du kannst jetzt hier am Start anfangen. Du kannst erstmal in zur Crime Scene reingehen. Das kannst du hier draußen nochmal. Also ich würde aber in der Crime Scene nur erstmal alles angucken und nichts irgendwie machen. Weil du musst hier draußen auch noch was lesen. Es sieht echt nice aus. Also der Täter kann entweder männlich oder weiblich sein. Kannst du die Leiche mal angucken? Also die dritte Leiche? Hier drin, ne? Ja. Einmal einen Totenkopf, also und eine Leiche. Das sind schon mal zwei tot, oder? Wenn es jetzt logisch ist. Vielleicht ist der Totenkopf schon tot gewesen. Und drei Leute sind hier auf jeden Fall umgebracht worden. Da steht übrigens noch was. Ja, okay, gut. Ups, sorry. Diese Schütze und ein Flächer oder sowas ähnliches kann nur dafür verantwortlich sein. Hat der Gerichtsmediziner herausgefunden. Ein Fleischer oder sowas ähnliches kann. Okay. So, ich will das. Also hier ist die zweite Leiche. Mhm. Ich würde hier noch nichts drin aktivieren, wenn ich du wäre. Erstmal den Zeugen befragen. Oh, sorry. Okay. Der Zeuge könnte vielleicht wichtig sein. Der könnte dir weiterhelfen. Zeuge Officer? 1. Officer? Oh, Polizistin nicht sehen. Okay. Gibt dir da keine Hinweise? Day Bag Police ist hier nice. Also männlich, Anfang 30. Was haben wir denn nicht mal? Das guck einfach schon mal um. Presse. Psycho. Ich glaube, der ist eher Psycho. Ehemaliger Mörder, okay. Arzt, Bürgermeister, Wächter, Invalid, was ist ein Invalid? Ja, Krüppel, also Behinderter. Fleischer und Fischer. Du hast noch einen vergessen übrigens. Und hier in der Ecke noch einen. Geschäftsmann. Der sieht schon suspicious aus, Mann. Der sieht schon suspicious aus. 11 Tochter eines Millionärs. Aber das ist halt ein Zeuge. Ja, das aber ist... der kann auch gleichzeitig der Täter sein. Okay. Dann soll ich halt den Knopf klicken, wo ich denke, dass es der Täter ist. Du hast noch nicht alles gespielt. Das muss geht da drin auf jeden Fall noch weiter. Sorry, Freeman. Krieg ich es auch? Ah, da oben, ich sehe schon. Das ist ein Secret, Alter. Secret. Das ist kein Secret, das ist ein wichtiges Spielinhalt-Element. Mordwaffe. Oh, warte mal, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Das muss ich dir mal ganz kurz noch hinmachen. War so klar, dass ich dir noch irgendwas vergesse. Tut mir leid. Ach so, Knopf. Ja, gut. Du bist ja sonst nicht weitergekommen. Die Mordwaffe könnte dir schon mal ein weiterer Hinweis sein. Von einem Fleischer oder von einem Fischer, das kann schon mal gut sein. Aber es gibt, wie viele Mörder gibt's? Es gibt einen Mörder. Einen Mörder und drei Leichen, okay. Gucken wir schon mal weiter. Was haben wir hier? What the fuck? Er ist in... Oh, jetzt hab ich verloren? Nein, du hättest gerade die Chance gehabt, den Täter zu sehen, aber... Ich hab nichts gesehen, nee, ich sehe irgendwas. Kannst du bitte einfach rauskommen? Du sollst hier gar nicht rein. Okay. Ja, das waren alle sie... Hinweise. Ach du Scheiße. Was? Also... Ich hab leider nicht richtig gesehen, aber es war richtig gut gemacht. Es hat richtig geflasht, ich hab kaum was gesehen. Ja, das war so eine Art Flash. Ich hätte ein Fleisch, aber so ist ähnlich. Ich kann das erfahren. Ja, ist nicht so einfach. Ist natürlich alles ein bisschen obvious, aber wer weiß, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist. Vielleicht, das ist aber auch aus Absicht so obvious, um dich ein bisschen reinzutricken. Vielleicht also noch mal zum Zeugen gehen. Vielleicht hast du was Wichtiges vergessen. Was dir bei der Lösung auf jeden Fall helfen kann. Ich sah eine männliche Person Anfang 30. Das Jahre, das Alter bringt mir nicht viel, kann das sein? Ja, denk doch mal nach. Denk doch, guck doch, nein, komm doch erstmal mal zum Zeugen zurück.
Denk doch mal nach. Drin wurde. Warte, ich muss mal gucken. Er wurde nicht nochmal irgendwo anders gesagt, dass was. Du bist ja in dieser Mission ein Polizist. Dein Geschlecht ist ja eigentlich männlich, oder? Das ist meine letzte Hilfe. Die redet ja mit dir. Das ist ja ein Gespräch mit dir. Okay. Warum könnte sie dich für eine Frau handeln? Also warum könnte sie dich für eine Frau halten? Das weiß ich doch nicht. Ja, wenn sie denkt, du bist eine Frau. Du bist aber ein Mann. Was kann denn mit ihr los sein? Das ist ihm dumm? Nein. Tochter eines Millionärs ist nicht doof. Also, eigentlich schon, aber die jetzt mal ausnahmsweise nicht. Was könnte mit einem Menschen sein, der jemanden nicht richtig erkennt? Die hat eine Sehschwäche. Richtig. Die hat ihre Brille verloren. Also glaubt nicht, dass sie denn wirklich eine richtige Aussage machen kann, oder? Vielleicht. Also, es ist... Vielleicht lüge ich dich auch nur an. Ich gehe jetzt davon aus, dass es ein Mädchen ist. Weiblich. Was haben wir denn hier nochmal an? Was haben wir denn? Invalid. Und ein Fischer. Hat mich auch eine Fleischer irgendwo? Fleischer steht hier. Ah, da, ja. Aber war es wirklich der Fleischer? Aber hier drin scheint, es könnte vielleicht auch etwas ähnliches, könnte auch ein Fischer gewesen sein. Ja, hättest du vorhin aufgepasst und den Täter richtig gesehen, hättest du vielleicht eine kleine Chance. Er war ja, ja kurz zu sehen. Ja, ich habe meine Sicht war alles geflasht. Deswegen ja. Er ist ja entkommen. Er war ja noch am Tatort eben. Du machst ein Ratespiel. Also du kannst jetzt eigentlich nur raten. Du hast ein paar Hinweise, du kannst Ausschlussverfahren gehen. Du kannst ja schon mal ein paar Personen ausschießen und dann würde ich einfach sagen, was nimmst du das, was am wahrscheinlichsten ist? Also ich glaube, wir können Bürgermeister ausschließen. Bürgermeister ausschließen, einen Wächter können wir ausschließen. Invalid. Bin mir nicht sicher, ob wir den auch ausschließen können. Am Psycho können wir eigentlich nicht ausschließen. Weil es ist... Aber der Psycho ist ja eine Frau. Ja, und die ist dann männlich, also. Aber der kann man, der Zeugin ist nicht so richtig zu vertrauen. Weil die ja anscheinend eine Sehschwäche hat, weil sie dich ja für eine Frau gehalten hat. Also was, aber die Frau erkennt ja wahrscheinlich so etwa ein Geschlecht, so etwa ein Alter, so etwa. Nicht das Geschlecht, wie wir gerade sehen. Möchtest du deine Wahl treffen? Ja, ich sag Fleischer. Möchtest du wirklich, ja? Du hast eine Wahl. Abgedrückt. Nice. Godmode war noch an. Gut! Und da klingelt das Handy. Oder ich bin richtig confused gerade. Eine Chance gebe ich noch. Also der Fleischer kann es nicht gewesen sein. Ja, aber wer, zu wem passt denn bitte noch so eine Waffe? Ja, zum Fischer passt dann so eine Waffe. Ja, guck doch mal, ob es der Fischer ist. Ey, das ist locker wie ein... Und... Oh, okay, der Fischer. Ey, du hast es so mega kompliziert gemacht. Ich bin einfach... Hä? Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass der Fischer also, ist. Also, ich sag dir mal, wie ich mir das gedacht habe, ne? Also, der Zeuge spielt eine wichtige Rolle. Er hat eine männliche Person Anfang 30 gesehen. Das kann ja so erstmal gar nicht stimmen, weil sie dich ja für eine Frau gehalten hat. Also hat sie auf jeden Fall... Ist sie nicht aussagekräftig. Also kann man die Zeugin erstmal so gut wie... Also so ungefähr 30, 40 muss es ja ungefähr sein. Dann gehst du halt rein. Du hast ja die Mordwaffe nicht mal was mit. Du siehst hier eigentlich... Bringt dir das irgendwie hier nichts? Ist einfach nur so ein kleiner Tatort. Hier kommt der Hinweis, präzise Schnitte. Also kann es eigentlich nur ein Fleischer oder etwas Ähnliches sein. Was gute Schnitte machen kann. Ja, und ab da habe ich mir eigentlich um Fleisch oder Fischer gedacht. Du hast mich immer mehr verwirrt. Wärst du nicht da gewesen, hättest du wahrscheinlich schon eher. So, wichtig wäre, also der Haken lässt ja eigentlich nur auch nur entweder ein Fleischer oder ein Angler zu oder ein Fischer. Du kommst hier also rein, der Typ steht hier. Fischer.
Richtig. Die hat ihre Brille verloren. Also glaubt nicht, dass sie denn wirklich eine richtige Aussage machen kann, oder? Vielleicht. Also ist es... Vielleicht lüge ich dich auch nur an. Ich gehe jetzt davon aus, dass es ein Mädchen ist. Weiblich. Was haben wir denn hier nochmal? Was haben wir denn? Invalid. Und ein Fischer hat mich auch eine Fleischer irgendwo. Fleischer steht hier. Ah da, ja. Aber war es wirklich der Fleischer? Aber hier drin scheint, es könnte Fleischer etwas ähnlich, genau Fischer gewesen sein. Ja, hättest du vorhin aufgepasst und den Täter richtig gesehen, hättest du vielleicht eine kleine Chance. Er war ja, ja kurz zu sehen. Ja, ich habe meine Sicht war alles geflasht. Deswegen ja. Er ist ja entkommen. Er war ja noch am Tatort eben. Du hast ein Ratespiel. Also du kannst jetzt eigentlich nur raten. Du hast ein paar Hinweise, du kannst Ausschlussverfahren gehen. Du kannst ja schon mal ein paar Personen ausschießen und dann würde ich einfach sagen, was nimmst du das, was am wahrscheinlichsten ist? Also ich glaube, wir können Bürgermeister ausschließen. Bürgermeister ausschließen, einen Wächter können wir ausschließen. Invalid. Bin mir nicht sicher, ob wir den auch ausschließen können. Am Psycho können wir eigentlich nicht ausschließen. Weil es ist... Aber der Psycho ist ja eine Frau. Ja, und die ist dann männlich, also... Aber der kann man... Der Zeugin ist nicht so richtig zu vertrauen. Weil die ja anscheinend eine Sehschwäche hat. Weil sie dich ja für eine Frau gehalten hat. Also was? Aber die Frau erkennt ja wahrscheinlich so etwa ein Geschlecht. So etwa ein Alter. So etwa. Nicht das Geschlecht, wie wir gerade sehen. Möchtest du deine Wahl treffen? Ja, ich sag Fleischer. Möchtest du wirklich, ja? Du hast eine Wahl. Abgedrückt. Nice. Godmode war noch an. Gut! Und da klingelt das Handy. Oder ich bin richtig confused gerade. Eine Chance gebe ich noch. Also der Fleischer kann es nicht gewesen sein. Ja, aber wer, zu wem passt denn bitte noch so eine Waffe? Ja, zum Fischer passt dann so eine Waffe. Ja, guck doch mal, ob es der Fischer ist. Ey, das ist locker wieder... Und... Oh, okay, der Fischer. Ey, du hast das so mega kompliziert gemacht. Ich bin einfach... Hä? Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass der Fischer also, ist. Also, ich sag dir mal, wie ich mir das gedacht habe, ne? Also, der Zeuge spielt eine wichtige Rolle. Er hat eine männliche Person Anfang 30 gesehen. Das kann ja so erstmal gar nicht stimmen. Weil sie dich ja für eine Frau gehalten hat, also hat sie auf jeden Fall, ist sie nicht aussagekräftig. Also kommen wir die Zeugin erstmal so gut wie, also so ungefähr 30, 40 muss es ja ungefähr sein. Dann gehst du halt rein. Du hast ja die Mordwaffe, nehme ich mal was mit. Du siehst hier eigentlich, bringt dir das irgendwie hier nichts, ist einfach nur so ein kleiner Tatort. Hier kommt der Hinweis, präzise Schnitte, also kann es eigentlich nur ein Fleischer oder etwas ähnliches sein, was gute Schnitte machen kann. Ja, und ab da habe ich mir eigentlich schon Fleisch oder Fischer gedacht. Du hast mich immer mehr verwirrt. Wärst du da gewesen, hättest wahrscheinlich schon eher. So, wichtig wäre, also der Haken lässt ja eigentlich nur entweder einen Fleischer oder einen Angler zu oder einen Fischer. Du kommst hier also rein, der Typ steht hier.